Wir sind ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen. Wir fertigen Backschnitzelheizungen von 30 bis 1000 kW serienmäßig, damit Privathaushalte wie auch Industriebetriebe nachhaltig ihre Gebäude beheizen können. Mein Name ist Manuel Vorbruck, ich bin Fertigungsleiter bei der Firma Heizomat GmbH. Aufgrund der steigenden Nachfrage am Markt standen wir vor der Herausforderung, die Kapazitäten zu erhöhen. Wir haben keine Schweißer gefunden, weil es ein relativ anstrengender Job ist, und dadurch haben wir uns entschieden, die Automation hochzufahren. Auf der Suche nach einem Partner, der die Schweiß-Challenge, gasdichtes Schweißen, wasserdichtes Schweißen, einfach vernünftig abdeckt, sind wir dann auf die Firma Fronius gekommen. Und Fronius konnte uns relativ schnell eine passende Lösung präsentieren, für die wir uns dann schlussendlich auch entschieden haben. Die Herangehensweise von Fronius an unsere Anforderungen des Schweißens, des Bauteilschweißens, einfach aus der Sicht der Schweißerei und nicht aus Sicht der Automation, hat uns eigentlich überzeugt. Was wollt ihr verarbeiten, was wollt ihr schweißen? Und um dieses Bauteil herum wurde die Anlage konzipiert. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben eine Offline-Version zum Programmieren. Wenn wir bereits programmierte Bauteile auf den Anlagen schweißen, kann das nächste Bauteil bereits programmiert werden durch den Fronius Pathfinder. Wir haben gleichbleibende Schweißqualitäten und natürlich auch logischerweise schnelleres Fertigen der Bauteile mit ca. 70%. Wo wir vorher 6 Stunden per Hand geschweißt haben, haben wir im Nachgang mit der Froniusanlage noch unter 2 Stunden gebraucht. Vorteile natürlich vom Schweißgerät an sich, diese PMC-Steuerung, die sich dann automatisch die Werte errechnet, die man braucht. Man kann geschwindigkeitstechnisch wesentlich höhere Geschwindigkeiten fahren. Natürlich gibt es noch mehr Vorteile, wie zum Beispiel die Nähte. Nahtsuche kann ich die Position im Endeffekt der Schweißnaht bestimmen, wird dann im Endeffekt im Programm automatisch korrigiert. Da fährt der Schweißbrenner in eine bestimmte Position und fährt dann mit dem Schweißdraht gegen das Teil. Diesen Punkt merkt er sich, verrechnet es in die Koordinaten. Dann dreht er auf weiter zum nächsten Punkt, das gleiche wieder, und so können wir dann im Endeffekt die Position der Naht bestimmen. Im Nachgang, wenn Fragen zum Service, Fragen zu Einstellungen, zur Software, zur Mechanik da waren, es ist immer jemand da. Wir haben einen kurzen Dienstweg und es ist einfach ein freundschaftliches Zusammen geworden mit Fronius auf einer angenehmen Ebene.